Wir schauen mal ein bisschen in den Wald rein. Ja, ich hoffe nur, dass es nicht zu viele Meteoriten runterfallen. Aber sie machen wenigstens nichts kaputt. Das ist Vanille. Das brauchen wir nicht. Lieber hier ein paar Pilze. So. Also dieser Wald, der gefällt mir sehr. Wir müssen einfach schauen, dass wir diese Bäume wegkriegen. Ey, das wäre es wirklich mal. Ein richtig schöner Wald. Mit Pilzkühen. Das ist ja mal episch. Ich denke, wir werden hier mal anfangen. Und das werden wir nämlich... ja, am besten hier machen, also am Fluss. Wo ist es denn hier schön gerade? Swampflower. Clover Patch. Ja, ich denke mal, wir werden hier oben das Haus bauen. Und dann hier unten die Farm. Dann haben wir nämlich schon etwas, was mir sehr gefällt. Dazu werden wir mal die Chest irgendwo hin tun. Und mal das unnötige Zeugs weglegen. So. Rabi. Zwei Rabi. Okay. Von zwei verschiedenen Mods. So. Also. Die Axt haben wir. Wir haben eigentlich alle Werkzeuge. Wir machen einen Ofen. So. Haben wir das mal schon? Leider haben wir noch kein Eisen. Wir hätten hier einfach mal den Pilz wegmachen. Ja, leider müssen wir das vorhanden machen. Das ist kein Baum, der die Blätter verliert. Also dieser Wald ist richtig gigantisch gut. Wirklich ein super Lob an die Entwickler von Biomes and Plenty. Und dass er überhaupt von Biomes and Plenty ist, aber ich denke schon. Und er heißt Fungi Forest. Also das ist wirklich mir neu. Ich habe schon ein paar Mal Biomes and Plenty benutzt, aber dieses Biom ist mir noch nie gekommen. Ist noch nie aufgetaucht. Okay. Raw Beef. Mangrovensetzlinge. Ich denke mal, wir hätten es einfach mal anpflanzen. Ah, können wir nicht. Nur auf Sand. Wir haben jetzt kein Sand dabei. Oh Gott. Okay. Machen wir ein weißes Haus. Ich finde, eigentlich weiß ist relativ schön. Ja, jetzt ist leider dieser Baum im Weg. Wir könnten... Ja, wir machen dann einfach das Zeugs weg. Haben wir Erde, ja. Wir können die Farbe dann immer noch ändern, da könnt ihr gerne Vorschläge einbringen. Hallo, darf ich dich killen? Ich brauche dann Leder, weil ich brauche Backpacks.
So, also hier und hier. Da machen wir ja am besten hier den Eingang. So und bauen weiter. Damit wir schon mal ein Haus haben. Danach müssen wir meinen. Auch sehr wichtig. Und hier werden wir sehr viel mit meinen verbringen, die Zeit verbringen. Ich sage dazu nur viele Erze, die wichtig sind und solche Sachen. Also, ja. Okay, wir werden hier irgendwo, am besten hier. Das sieht doch mal sehr schön aus. Oh, Sweet Corn, sehr wichtig. Also sehr, ich finde es sehr richtig gut. Gutes Nahrungsmittel. Ja, wir haben ja die Kiste. Da außen, die nehmen wir rein. Ja, genau, die Kiste nehmen wir nicht mit. Die ist unnötig. So. Machen wir schon einen Keller? Ja. So. 3, 4. Nur kurz hier so um die Kiste hin tun. Kleines Kellerchen. So. Also da ist rein. Raubief rein. Sticky Rissen, Glowstone, Stone, Basalt, Gunpowder. Ja, alles rein da. Kupfer, Pilze, Cobblestone. Den Rapportree setzen wir hin. Mushroom. So. Ja, jetzt müssen wir wieder raufkommen, bis wir Leitern haben. Benutzen wir halt die Erde. So, jetzt müssen wir uns graben. Graben wir uns hier hinein. Nur ein Basalt, schade. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Das ist ein richtig guter Stein, auch Quarz. Wo man richtig gute Sachen bauen kann. Also wenn das Let's Play nicht gigantisch lange wird, weiß ich auch nicht. Auch wenn es nicht sehr erfolgreich ist, ich werde es trotzdem weitermachen. Und wir haben natürlich keine Fackeln mehr. Aber wir haben ja Kohle und Stöcke. So. Ja. Es motiviert mich sehr. Ich zeige euch dann alles, wieso es mich so motiviert und alles Mögliche. Dieses Fluorid müsst ihr nicht mitnehmen. Das ist so häufig und so unbrauchbar. Ne, müsst ihr nicht mitnehmen. Ich werde euch alle Erze mal ein bisschen erklären. Solche Sandstone-Blöcke, die haben einfach verschiedene Farben. Granit auch, also sind alles Gesteinsarten. Vom Geostrada-Mod. Könnt ihr euch wirklich schön aussuchen, welche Farbe eure Ziegel haben wollen oder eure Steine, je nachdem wie ihr baut und so. So, das ist auch Fluorid. Nehmen wir nicht mit. Ich hoffe, wir haben hier irgendwo eine Höhle. So, dann Zinnober. Zinnober brauchen wir eigentlich nicht viel. Wir schauen mal. Ah, für Quecksilber, genau. Quecksilber brauchen wir auch nicht so
Unbedingt. Ja. Also müsst ihr nicht unbedingt mitnehmen. Es ist wichtig, dass ihr nur das Wichtigste mitnehmt am Anfang. Später dann mit den Rucksäcken habt ihr genug Inventory-Platz frei. So, Orange Fluorid brauchen wir auch nicht. Aber das Eisen, das kennt ihr. Und hier in diesem Mod kann man ja Eisen dann auch aus Eisenstahl machen. So, so, und hier haben wir wieder Granit. Ist auch ein sehr schöner Stein. So für Wüstenstädte, denke ich mal, richtig gut. Also so rote Wüsten. Ich weiß nicht, ob es in diesem Mod Pack auch gibt, aber Red Mountain oder wie die heißen. Richtig schönes Biom. Oh, hier haben wir Peridotit. Okay, ein grüner Stein. Okay, wir haben noch genug Platz. Graben wir uns nur ein bisschen hier runter. Wir sind schon bei 21. Ich denke, das ist nicht so hoch gelegen. Wir müssen hier auf 21, das drückt man nicht am liebsten. Das ist sehr ertragsreich. Man vergisst keine Diamanten oder so. Außer einzelne Diamanten, aber die Wahrscheinlichkeit darauf ist extrem gering. So, Gold kennt ihr auch natürlich. Das ist sehr wichtig in diesem Mod. So. Dann zeige ich auch mal kurz die Rezepte. Da müssen wir umändern auf. Ja, das seht ihr mal, was alles möglich ist. Richtig genial. Können wir hier nicht irgendwie. Hier, aber hier können wir nichts umstellen. Ja, leider wird irgendwie alles ein bisschen buggy angezeigt im Liberty. Und wir haben schon die ersten Diamanten. Wir sind Diamantär. Und wir haben Redstone. Ja, mit Redstone kann man leider nicht mehr so viel machen, also es bringt nichts mehr so viel. Aber ich werde durchaus etwas mit Redstone machen, wenn ihr das wollt. Aha, wir sind schon ein bisschen zu tief. Dann werden wir uns das ein bisschen hoch bauen. Wir hätten hier lieber das Cobblestone verwenden. Oh nein, nicht den. Was ist denn los? So, jetzt. Ah, wir sind schon auf 12. Okay. So. Also, strip minen wir mal ein bisschen. Cadmium brauchen wir nicht. Das sind alles so, physische Sachen, die in Physik, dieser Plan da, wo alle Erze drauf sind und so, drin steht. Das sollte man eigentlich kennen, wenn man schon weit in der Schule ist oder ja, sich halt irgendwie anders ein bisschen auskennt. Aber was es macht, weiß ich selbst ich nicht. Also für was es gut ist, also wahrscheinlich für Tabletten.
solche Sachen. Ja, vielleicht auch ist es ein bisschen schlecht, das als Tabletten zu verwenden. Keine Ahnung. So, hier haben wir Peridot. Oh nein, das ist der Essential. Peridot sind die neuen Emeralds. Früher hießen die Emeralds in diesem Modpack, aber da Minecraft auch Emeralds einfügte, wollten sie nicht zweimal Emeralds haben und haben es einfach in Peridot umgeändert. So, und Emeralds sind ja die Smaragde. So, wir werden hier mal ein bisschen stoppen, dafür ein bisschen auf die Seite gehen. Ja, hier ist gut. Aber wir haben immer noch keine Schaufel. Wir haben noch genug Platz.